got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal. Or maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. And maybe we'll make something. For me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at a convenience store and managed to save just a little bit of money. We won't have to drive too far, just across the border and into the city. You and I can both get jobs, finally see what it means to be living. Oh, you got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So remember we were driving, driving in your car. Speed so fast to feel like I was gone. Hey, mom, mom. City lights lay out before. See your arm felt nice wrapped around my shoulder. Is it fast enough so you can fly away? Yeah! Oh my God! Oh my God! Alicia! Alicia! Durchatmen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Magst du uns sagen, wer du bist und wo du herkommst? Ich bin die Carrie, ich bin 22, ich komme aus Wien und da arbeite ich im Krankenhaus als Ambulanzsekretärin. Was bringt dich eigentlich hier auf diese schöne Bühne? Ich liebe Musik einfach. Ich liebe es und ja. Seit wann machst du denn Musik? Also angefangen zu singen habe ich so mit 10. Ja. Und jetzt mache ich eigentlich für mich so alleine Musik zu Hause. Zu Hause? Zu Hause, ja. Das wollen doch viele Leute hören, was du machst. Absolut. Ja. Viele Leute wollen das hören. Ich bin so überrascht, irgendwie, das wirkte ja so, dass du nach dem Auftritt, dass so richtig viel von dir abgefallen ist. Ja. So hat der Auftritt gar nicht gewirkt. Das wirkte so locker und einfach. Der Song, finde ich, hat auch perfekt zu dir gepasst. Und ich liebe genau solche Stimmen wie deine, weil du musst nicht laut sein, um zu strahlen. Und das ist wirklich einfach ein Geschenk von irgendwo da oben, was du bekommen hast. Das ist nicht trainiert oder so. Das bist einfach nur du. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mit mir den Weg ein bisschen weitergehst bei The Voice of Germany. Danke. Ey, Kai, ich war echt umgehauen und Peter war sofort überzeugt und ich habe ein bisschen gebraucht. Mir hat ein bisschen was gefehlt. Manchmal will ich das ein bisschen stabiler haben, sodass man sich darauf verlassen kann. Kann ich das singen oder bin ich irgendwie so unsicher und dann klingt es auch so. Ich liebe deine Stimme, finde ich echt ein Talent und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du in mein Team kommst und dass wir miteinander arbeiten können, um einfach viel weiter zu gehen. Danke. Carrie, wie bist du auf diesen Song gekommen? Ich mag sie einfach total gern, also als Musikerin. Und der Song ist sowieso geil. Ja, immer wenn ich versucht habe, Tracy Chapman Songs, ne, wenn wir mal mit der Band irgendwie einen Song gecovert haben oder so, ich hatte immer wahnsinnigen Respekt. Da steckt halt so viel Storytelling drin. Ne? Es ist immer ein Song mit Haltung und mit einer Aussage. Ne? Sowas singt man auch nicht einfach so. Das hat Tiefgang. Ne? Ich gebe Ray recht, ne? Man merkt, dass vielleicht ein bisschen die Erfahrung noch fehlt. Dafür bist du hier wirklich genau richtig, weil wir alle vier können dir wirklich was mitgeben und du wirst den nächsten Auftritt, der dir bevorsteht in den Battles, gleich mit einer ganz anderen Größe nochmal angehen. Ich glaube, das können wir dir alle geben, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn du dich für mich entscheidest. Dankeschön. Jetzt habt ihr drei alle gesagt, dass ihr gerne mit ihr arbeiten wollt. Das habe ich vorher nicht getan. Ich habe es vergessen zu sagen. Aber das hole ich jetzt nach. Das, was du uns geschenkt hast, ist so rund und so angenehm. Und für mich
einer der besten Beiträge, die ich jetzt in dieser Zeit, die wir hier sind, gehört habe. Wow. Und jeder kann dir wahnsinnig viel auf den Weg geben und dir helfen. Davon bin ich überzeugt. Aber wenn du Lust hast, hier ist noch einer. Und ich würde dir auch gerne Rüstzeug mitgeben für die Zukunft, damit du auch hier gewinnst. Wir haben alle unsere Herzen in den Ring geschmissen. Ja. Du hast die freie Auswahl. Und jetzt kannst du dich entscheiden, Carrie. Mhm. Also ich habe mir vorher schon Gedanken gemacht. Und jetzt bin ich aber doch unsicher. Oh, das klingt nicht gut für jemanden. Ich gehe zu Marc. Yes! What? Yes! 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 Vielen Dank. Ja, jetzt, weil er da hochgegangen ist und sie umarmt hat. Ja, genau. Und das ist gewesen. Da freue ich mich.